Hi, ich bin Vivi und ich befinde mich seit 70 Tagen auf einem Kreuzfahrtschiff, nämlich der AIDA Sol. Wir fahren mit ihr 117 Tage um die Welt. Wir waren jetzt vor kurzem in Melbourne und Burnie. Und in Burnie habe ich mir auf jeden Fall einen Bucketlist-Moment erfüllt. Was das war und was wir noch erlebt haben, das seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! In Melbourne wurden wir mit dieser schönen Skyline begrüßt. Aber für uns ging es nicht in die Stadt, sondern erstmal wieder in einen Wildpark. Und ich war erst skeptisch, weil ich wollte eigentlich nicht nochmal in einen Wildpark, aber es war bei diesem AIDA-Ausflug dabei und ich fand es wirklich wieder sehr schön. Denn es gab viele Känguru-Babys, zum Beispiel dieses süße Känguru, was aus dem Beutel heraus gegessen hat. Oder auch, wie in diesem Video zu sehen ist, das kleine Känguru oder auch eher größere Känguru, was zurück in den Beutel wollte. Dann ging es noch in die Goldgräberstadt Sovereign Hill und das sieht einfach aus wie in so einem Wildwest-Film, in so einer Filmkulisse. Es gab natürlich auch ganz viel Gold zu kaufen, zum Beispiel auch diese goldenen Spielkarten, die fand ich ganz schön. Und wir durften jemanden beobachten, der Gold gießt. Hier wird das flüssige Gold erstmal herausgeholt und in eine Form gegossen. Und es gab auch das Angebot, dass man mit der Kutsche fahren kann. Das ließ ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Und wir stellten uns an und stiegen ein. Die, die mir auf Instagram folgen, haben es schon gesehen. Ich habe hier den zweitbesten Macaron meines Lebens gegessen. Anschließend ging es für uns nach Melbourne in die Innenstadt, die wollten wir natürlich auch noch sehen. Und die Titanic-Ausstellung hatte aber leider schon zu, beziehungsweise war die ausverkauft. Und so sind wir dann wirklich in die Stadt gegangen, hier durch einen schönen Park. Es wird sich immer gestritten, welche Stadt denn nun schöner sei, Sydney oder Melbourne. Ich persönlich fand Sydney schöner, aber Melbourne ist wirklich auch eine wunderschöne Stadt. Kommen wir auch schon wieder zu der Bewertung für Melbourne. Beim Sicherheitsgefühl habe ich 8 Punkte gegeben. Es gab jetzt keine großen Sicherheitsbedenken, aber es war natürlich trotzdem eine Großstadt und in Großstädten muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen habe ich 8 Punkte gegeben. Bei der Landschaft habe ich 9 Punkte gegeben und bei den Aktivitäten 10 Punkte. Also ich meine, es ist eine Großstadt, da kann man super viel machen und man kann natürlich auch wie wir ins Umland fahren und da Dinge erleben, deswegen 10 Punkte. Beim Budget habe ich 7 Punkte gegeben. Ich meine, der AIDA-Ausflug war natürlich wieder relativ teuer, aber dafür hat er sich wirklich gelohnt und in Melbourne, da war das eigentlich so durchschnittlich, ne? Also es war wie in jeder Großstadt auch ein bisschen teurer, aber jetzt nicht zu viel, deswegen 7 Punkte. Und beim Wiederholungsfaktor habe ich auch hier 9 Punkte gegeben. Ich meine, ich will sowieso nochmal zurück nach Australien und da steht Melbourne natürlich trotzdem auch nochmal auf der Liste. Und insgesamt gibt es gute 8,6 Punkte für Melbourne und Umgebung. Hier sind wir in Burnie in Tasmanien und es ging auch schon los mit dem Shuttlebus zum Rhododendron-Garten.
Mein oberstes Ziel war es, hier Schnabeltiere zu sehen. Und zuerst hatten wir bei einem See Glück, den haben wir aber dann aus weiter Entfernung gesehen. Und das hätte mir schon ausgereicht. Bei einem etwas kleineren See hatten wir dann mehr Glück und das Schnabeltier war wirklich ganz nah bei uns. Wie krass sieht das? Ich kann mein Glück nicht fassen, ey Leute, ich kann es nicht glauben. Der Park ist wirklich sehr schön angelegt und die Menschen, die dort arbeiten, sind wirklich super nett. Also wenn ihr in Burnie seid oder in Tasmanien, dann würde ich hier auf jeden Fall vorbeischauen. Anschließend ging es für uns noch in die Stadt nach Burnie und dort waren wir auf einem kleinen Markt. Und dann sind wir auch schon dem Sonnenuntergang entgegengefahren. So, dann kommen wir schon zu der Bewertung für Burnie. Ich habe beim Sicherheitsgefühl 10 Punkte gegeben. Ich meine, da war nichts, da war eine Kleinstadt und ansonsten Natur, Natur, Natur. Und deswegen gibt es keine Sicherheitsbedenken, deswegen 10 Punkte. Bei der Landschaft habe ich 10 Punkte gegeben. Ich meine, wir haben jetzt nur einen kurzen, winzigen Abschnitt von Tasmanien gesehen. Und deswegen muss ich nochmal wiederkommen, um diese schöne Natur auch nochmal näher zu erleben. Bei den Aktivitäten habe ich 7 Punkte gegeben. Ich meine, man kann sehr viel in der Natur machen und spazieren gehen und so weiter. Aber es ist natürlich jetzt keine Großstadt mit den Angeboten von Melbourne oder Sydney. Deswegen nur 7 Punkte. Beim Budget habe ich 10 Punkte gegeben. Also wir haben ja für die Tour jetzt umgerechnet nur 12 Euro bezahlt. Deswegen war das sehr preiswert und deswegen 10 Punkte. Und beim Wiederholungsfaktor, ich habe es eben schon ein bisschen gesagt, ich will unbedingt nochmal zurückkommen. Deswegen auf jeden Fall volle 10 Punkte. Und insgesamt macht das 9,4 Punkte. Als nächstes sind wir in Adelaide und auf den Känguru-Inseln. Und was wir dort erlebt haben, das seht ihr natürlich im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!